Hi, gestern haben wir uns mit der Frage beschäftigt, was ist denn eigentlich Clean Code, wo kommt dieser Begriff her und wofür ist das gut, warum braucht man das? Und wir kamen auf Wartbarkeit von Code zu sprechen, wir kamen auf Erweiterbarkeit bzw. Änderbarkeit von Code zu sprechen und wir kamen auf das Thema Lesbarkeit zu sprechen. Und wir haben gesagt, für die Lesbarkeit ist eben die Namensgebung sehr, sehr essentiell. Das heißt, ich als Entwicklerin oder ich als Entwickler muss Namen finden, die eben ausdrücken sozusagen, was ich machen möchte und die eben meiner Geschichte, die ich da in Code erzähle, die der sozusagen Verständlichkeit verleihen. Das heißt, Code drückt am Ende ja mein Verständnis für das zugrunde liegende Problem aus. Und nur wer ein Problem wirklich verstanden hat, kann es auch erklären. Und nur wer ein Problem wirklich verstanden hat, kann es eben auch so erklären, dass andere es auch verstehen, beziehungsweise kann auch die Lösung so erklären und so darlegen, dass andere nachvollziehen können, was man sich dabei gedacht hat. Und das ist ja eine ganz große Kunst, schwierige, komplexe Zusammenhänge eben auch einfach darzustellen, sie verständlich darzustellen. Ich denke, das ist ein Effekt, den jede Entwicklerin und jeder Entwickler kennt, dass das nicht immer der Fall ist, sondern dass es oft Erklärungen gibt, wo man das Gefühl hat, die Person, die etwas erklärt hat, selbst nicht so ganz verstanden, worum es da eigentlich geht. Das bringt uns eben auf die Frage, was zeichnet denn eigentlich eine gute Namensgebung aus? Wenn wir sagen, wir brauchen eben gute Namen, was sind denn gute Namen? Die erste Regel an der Stelle ist, Namen müssen fachlich sein. Das heißt, Namen beispielsweise für Variablen oder für Parameter sollten nicht technisch benannt sein. Das heißt, eine Variable sollte beispielsweise nicht heißen Array-Element oder Return-Value. Es mag sein, dass es ein Array-Element ist oder dass es einen Return-Value repräsentiert, aber das sagt eben nichts über den Sinn und Zweck dieser Variablen oder dieses Parameters aus. Und genau das ist essentiell, immer zu fragen, welchen Zweck hat denn etwas? Wofür ist das gut? Wozu ist das relevant? Was ist die Intention dahinter? Und die Intention von einer Variablen ist sicherlich nicht, ein Array-Element zu sein, sondern die Intention ist zum Beispiel, einen von vielen Benutzern oder Benutzerinnen darzustellen. Insofern könnte man die Variable viel eher User nennen. Das wäre der viel bessere Name schon mal. Und das ist eben wichtig, darauf immer wieder hinzuweisen. Das ist so essentiell und es gibt sogar eine ganze Vorgehensweise, die im Grunde genommen dieses Ziel, fachliche Begriffe zu verwenden, die das in den Kern erhoben hat und das ist Domain-Driven Design, abgekürzt als DDD. Darüber haben wir im Architectures Daily Nummer 61 schon mal gesprochen, das verlinke ich euch in der Infocard. Guckt euch das ruhig nochmal an, ist eine gute Motivation, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Das Ganze kann man natürlich auch innerhalb einer Funktion machen, also Array, also DDD bezieht sich eben mehr auf das große Ganze, das kann man aber eben auch innerhalb einer Funktion machen, die DDD-Prinzipien anwenden. Das heißt, Array-Element und Return-Value und selbst sowas wie I als Schleifenvariable, das sind eben keine guten Namen, sondern hier sollte man eben fachliche Namen suchen. Idealerweise sind solche Variablen dann noch nicht mal Variablen, sondern Konstanten, denn dann sind die Namen eben auch eindeutig und die Semantik, die mit diesen Namen verknüpft ist, die ändert sich nicht auch noch im Laufe der Zeit und man muss beim Nachvollziehen, beim Lesen von Code nicht auch noch den State berücksichtigen, wo man im Code gerade ist und was sich da alles getan haben kann. Das macht das Resonieren über den Code, das Nachdenken über den Code sehr viel einfacher. Und auf dem Weg zerlegt man eben große, komplexe Sachen auch viel eher in kleine und nachvollziehbare Schritte. Und wenn sich in Schrittchen eben etwas ändert, dann muss man ihnen, weil man nur noch mit Konstanten zu tun hat, einen neuen Namen geben und in diesen neuen Namen drückt sich dann hoffentlich auch aus, warum sich etwas geändert hat. Und ich bin ein ganz großer Fan von Zwischenvariablen, dass man eben nicht immer wieder eine Variable aktualisiert und mit neuen Werten überschreibt, sondern dass man Zwischenvariablen einführt, die eben einen sinnvollen Namen haben. Ich bin auch ein großer Freund davon, Rückgabewerte erstmal in Variablen zu speichern, bevor man sie dann zurückgibt. Und da wird oft dagegen argumentiert, wenn man etwas direkt mit Return zurückgeben würde, ohne eine Zwischenvariable, dann ist das aber kürzer. Und kürzer wird immer so dargestellt, als ja, kurzer Code ist guter Code. Prinzipiell ist das ja auch richtig, denn je kürzer Code ist, desto weniger muss man lesen, desto weniger muss man nachvollziehen. Aber Kürze sollte man eben nicht um jeden Preis anstreben. Es gibt nämlich etwas, das viel wichtiger ist als Kürze und das ist die Tatsache, dass man explizit Dinge ausdrückt. Das steckt zum Beispiel auch im Zen von Python drin. Das ist dort die Regel Nummer 2. Explizit ist besser als implizit. Weil wenn man nämlich Dinge nicht explizit macht, dann ist Code am Ende nichts anderes als ein impliziter Ausdruck von Ideen. Und um das dann nachvollziehen zu können, muss man versuchen, quasi diese Ideen, Gedanken letzten Endes zu raten, die eben bei jemand anderem oder bei einem selbst in der Vergangenheit im Kopf waren, aber die eben nicht niedergeschrieben worden sind. Und das macht das Ganze eben sehr, sehr schwierig und fehleranfällig und mühsam. Das Gleiche gilt eben auch nicht nur für einzelne Anweisungen mit einzelnen Variablen, das gilt auch für Blöcke von Anweisungen, auch die haben
einen Sinn und auch dort sollte man fachliche Namen vergeben. Entwicklerinnen und Entwickler neigen dann häufig dazu, einfach einen Kommentar über einen solchen Blog zu schreiben, der quasi beschreibt, was in diesem Blog passiert. Viel, viel sinnvoller ist es in der Regel, einen solchen Block von Code als eine eigene Funktion zu extrahieren, denn das lässt sich wiederverwenden, das lässt sich auch eigenständig testen, das kann eigenständig dokumentiert werden und so weiter. Und auch hier, also bei Funktionen oder Methoden, die man extrahiert, sollte man natürlich aufpassen, dass man keine technischen Bezeichnungen verwendet, sondern eben wieder fachliche Bezeichnungen verwendet. Und man sollte immer beschreiben, was eine Funktion macht, was eine Methode macht, nicht wie sie das macht. Und dabei wiederum ist wichtig, das richtige Abstraktionsniveau zu finden, dass man also nicht zu sehr in die Details geht, aber auch nicht zu allgemein bleibt. Eine sehr, sehr gute Idee ist übrigens, Funktionen zu kategorisieren, nämlich in Funktionen, die Seiteneffekte haben, die also irgendetwas bewirken, die etwas machen, die aber als Rückgabetyp void sind, und in Funktionen, die keine Seiteneffekte haben, sondern die einfach nur irgendetwas auslesen, eine Information bereitstellen und zurückgeben und die sind dann dementsprechend natürlich nicht void. Und diese Funktionen, die etwas machen, die kann man als Commands bezeichnen und die Funktionen, die etwas auslesen, die kann man als Queries bezeichnen. Und das ist übrigens ein Design-Pattern, das ist nämlich das Command-Query-Separation-Pattern, kurz CQS, erfunden von Bertrand Meyer 1988 für die Programmiersprache Eiffel. Und das ist aber generell ein gutes Pattern, dass also eben eine Funktion entweder ein Command oder eine Query sein sollte, aber nicht beides. Und die Kategorie sollte sich auch im Namen widerspiegeln. Wenn ich eine Funktion habe, die heißt zum Beispiel getCustomerID, dann ist das offensichtlich eine Query, weil get ist ein sehr starkes Indiz dafür, dass sie etwas zurückgibt und getCustomerID sollte dann dementsprechend keine Seiteneffekte haben. Das CQS-Pattern ist übrigens das Fundament für das CQRS-Pattern, sollte man aber nicht miteinander verwechseln. Wenn ihr euch darüber nochmal informieren wollt, guckt euch nochmal das Architectures Daily Nummer 76 an. Auch das verlinke ich euch nochmal in der Infocard. Das heißt, wenn man das Ganze jetzt mal zusammenfasst, kann man sagen, Namen sollten fachlich geprägt sein, nicht technisch, und sie sollten aussagekräftig sein, auf dem richtigen Abstraktionsniveau gewählt sein und eben ausdrücken, wofür etwas gut ist. Das heißt, man kommt da immer wieder auf das Wort der Intention zu sprechen. Das alleine, wenn man das berücksichtigt, das bringt schon eine ganze Menge, aber das ist eben noch nicht alles, das genügt nicht immer. Manchmal, ich hatte das Thema Kommentare vorhin kurz mal angesprochen, und manchmal braucht man auch tatsächlich Kommentare. Und die Frage ist, wann braucht man Kommentare und wie sollten Kommentare geschrieben sein? Und genau damit werden wir uns morgen beschäftigen. Für heute möchte ich mich erstmal bedanken, dass ihr mit dabei gewesen seid. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben da lasst. Abonniert den Kanal, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Denkt daran, die Glocke zu aktivieren. Und dann wünsche ich euch einen schönen Dienstagnachmittag. Passt gut auf euch auf, bleibt gesund und dann bis morgen. Ciao.